Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und ich bin weiter FIFA 17 mit dem FC Bayern München heute in Gelsenkirchen bei Schalke 04. So, Leute, heute müssen wir aber gewinnen, Leute, gegen Schalke. Weil Dortmund ist jetzt, Leute, 2 Punkte vor uns. Und das heißt, wir müssen heute 3 Punkte holen, um beizukommen. Okay, das heißt natürlich, und James trainiert weiter seine Freistöße, weil ich will versuchen, ihn ein bisschen auf Freistöße, weiter, dass er die Freistöße schießt, so, die nächste Zeit. So, Philipp Lahm werde ich wahrscheinlich vielleicht noch nicht ganz ins Team tun. Warten wir noch ein bisschen, Leute. Bisschen warten wir noch ein bisschen auf Philipp Lahm und Lewandowski, wenn er wieder fit ist. Weil das ist besser, glaube ich, Leute. Wenn wir noch ein bisschen auf die zwei warten, weil ich will nicht noch eine stärkere Verletzung erzwingen mit Lahm oder Lewandowski, wenn er dann mal wieder gesund ist. Und heute bin ich mal gespannt, schafft Bayern diesen Sieg, die 3 Punkte heute zu holen? Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir es schaffen könnten. Okay, ein Tor brauchen wir, dann, wir müssen gewinnen. 3 Punkte sind Pflicht heute, Leute. Die 3 Punkte heute gegen Schalke sind Pflicht. Wir brauchen sie. Und unser Heimo ist wieder da. Der Heimo ist wieder da. Und los geht's, spielen wir mal ein Spiel. Mal schauen, wie das Spiel so abgeht, Leute. Wie sich die Spiele nach dem Spiel in Shell, in Glasgow erholt haben, Leute. Wie sie sich erholten, die Bayern-Spieler. Ah, man, ein bisschen zu feste Ball wieder. Oh Mann, das wäre gute Torchance gewesen. Oh Mann. Oh, das wird jetzt eine schwere Chance für Bayern. Hoffen wir mal, dass es nicht so ein... Bei Freistoß sind wir halt nicht so vorteilhaft, das sind wir halt sau schlecht. Die Schalker sind ja noch schlechter als wir. Alter, was ist jetzt los? Abseits. Oh, Bayern Glück. Das war jetzt Glück für Bayern.
Alter, das war jetzt aber richtig Glück für Bayern, dass er ins Abseits gelaufen ist. So hat Bayern richtig Schwein gehabt. Und wieder Abseits für den Schalke. Junge, Schalke läuft aber zurzeit echt schon zweimal hier in dem Spiel auf Abseits. Alter Schwede. Ah, James kommt nicht durch. Ja. Zurzeit ist er jetzt in diesen Spielen nicht so ganz überzeugend gewesen. Aber macht ihr nicht, Leute. Ich muss ja nicht jedes Spiel 100% geben. Wobei macht natürlich jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen und dann guck mal weiter, Leute. Aber wir machen die Mitte von Schalke auf. Die Schalker kriegen die Mitte nicht so wie so wie bei uns manchmal passiert, wenn wir dann in den Strafraum, wenn wir in den Strafraum nehmen, Mann, nur mir, alter Schwede, was ist, wenn wir, unser Gegner in unser Strafraum kommen, weil wir kriegen die dann, werden aufgemacht, bei uns werden die Löcher auch immer voll groß. Und das müssen wir echt verhindern, dass man nicht überspielt werden, so wie in der letzten Zeit. Eckball, das war wichtig, Müller. Müller, gutes Spiel. Er zeigt wieder, er kann wieder Mitspieler. Er kämpft für die Bayern. So, ich dir aber sagen, wir wechseln hier. Oh, nur Abstoß. Ah, Mist. Schade für Bayern. Ah, Mist. So, erster Halbzeit rum, immer noch ein schönes 0 zu 0. Die Schalker spielen gut, Bayern spielt gut, alles optimal. Leider hat Bayern halt
gute Chance kann, aber sie nicht nützen können. Und das ist halt das große Problem des FC Bayern. Die müssen mehr Tore, die Torchance mehr nützen. Den Strafraum von Schalke muss. Oh Mann, was war denn das für ein schöner Pass? Oh Mann, beide Teams zeigen, sie haben noch ein paar Probleme im richtig bis den Abschluss zu finden, aber gut, Eckball, aber Eckball ist halt die Schwäche vom FC Bayern München, muss man sagen, Leute, Eckbälle. Oh, wieder so ein Arm. Da dachte ich nicht. Oh Mann, was war das wieder? Boah, wieder so ein leichter Fehler in der Abwehr, Abwehraufbau von der Abwehr. Man merkt aber heute, die Bayern-Spieler sind heute noch nicht so fit. So Leute, jetzt sehe ich aber, muss sagen, wir wechseln nur ein bisschen aus, weil ein paar Spieler sind echt müde, Leute. Alter Özgard, oh Mann, oh Meter. Oh. Super Bayern, ja, gut gespielt heute. Junge, Junge, Bayern muss heute aber mal kämpfen.
So, Müller macht sein Tor, Alter, er macht sein Tor wieder, Alter Schwede. So, Leute, und jetzt denke ich, tu meinen auswechseln, weil Müller muss sich auch mal eine kleine Pause geben. Oder Leute, ich gebe ihm eine kleine Pause, Müller, mal. So, Müller kann sich auch eine kleine Pause machen. Ah, hoffen wir mal aufs Beste, dass wir dieses Tor machen, den Sieg klar machen. So, jetzt ein klar bisschen ab, kein Stürmer haben wir jetzt für die letzten 15 Minuten. Wow. Alter Schwede. Oh Mann, können wir noch einen auswechseln? Oh Mann, der Naht muss durchspielen, Leute. Bernhard muss durchspielen, leider. Aber Schalke drückt jetzt mal richtig aufs Tempo. Alter, der Farbe, der ist ja durch die ganze, fast von der eigenen Hälfte bis in den Strafraum gekommen. So, noch zu eine Minute durchhalten. Noch eine Minute müssen wir noch durchhalten, Leute. Und Bayern gewinnt mit einem nicht so überzeugendes Spiel, aber mit 1:0. Und das war wichtig. Ein Tor, somit zwei wieder die Punkte aufgeholt gegen Dortmund. Jetzt führen wir mit einem Punkt vor Dortmund und das ist natürlich wichtig. Thomas Müller hat sein Tor wieder geschossen. Somit sind wir wieder auf der Tabellenspitze, Leute. Und das ist wichtig, die Tabellenspitze haben wir wieder. Und das ist immer das Wichtigste, finde ich. So, und Leipzig ein Unterschied, Frankfurt verloren, Köln verloren, Hamburg verloren, okay, naja. Alles sind echt gute Leute dabei.
Es sind einfach keine guten Spieler dabei vom Scouten. Das ist echt komisch, dass wir haben keine. Alle, da würde ich gern sagen, ja. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Leute, jetzt bis zur FIFA, ach, bis neue FIFA rauskommt, Leute, mache ich nur noch national, tue ich nur noch sozusagen Bundesligaspiele. Mehr mache ich da jetzt nicht mehr, Leute. Ab FIFA 18. So mache ich dann, ab FIFA 18 wird dann wieder, gibt es dann wieder weiter, würde ich sagen, oder? So, das denke ich, dass man nach FIFA 18 dann wieder wahrscheinlich Nationaltrainer werden oder dies und jenes. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis demnächst.